Ich lese mein Lieblingskapitel aus dem Buch «Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt?» von Daniel Hani und dem Philipp Kofce. Und mein Lieblingskapitel ist «Wer kommt, wenn das Grundeinkommen kommt?» Die Gründe dafür, seine Heimat zu verlassen, sind vielfältig. Einige fliehen vor Hunger, andere vor schlechtem Wetter und unfreundlichen Nachbarn. So oder so gilt, dass man dort, wo man hinkommt, zunächst das ist, was man zuletzt dort, wo man herkam, gewesen ist: fremd. Fremde und Heimat verschwinden in der globalisierten Welt. Das zeichnet sich immer mehr ab. Mit den Waren zirkulieren auch die Menschen um den Globus. Zwar nicht so drastisch, aber wer kennt nicht schon jetzt einen Pendler, der jeden Tag eine längere Strecke zur Arbeit fährt, einen Kollegen, der eine Zweitwohnung in der Nähe der Firmenzentrale besitzt, oder einen Geschäftsmann, der sich nur noch im Flieger zu Hause fühlt. Die Gründe, sich eine neue Heimat zu suchen, sind ebenso vielfältig wie die Gründe, die alte zu verlassen. Manchmal sind es Chancen auf Frieden und Sicherheit, manchmal auf Wohlstand und Selbstverwirklichung, manchmal landschaftliche oder kulturelle Vorlieben. Die Flüchtlingsdramen, die wir derzeit erleben, erschüttern. Viele Menschen, die auf beschwerlichen Wegen die Festung Europa zu erklimmen versuchen, tun dies nicht, weil sie niedrigere Temperaturen und unfreundlichere Menschen kennenlernen wollten oder weil sie ihrer Kultur überdrüssig geworden wären. Sie tun es aus dem einfachen Grund, dass ihnen dort, wo sie herkommen, die Lebensgrundlage fehlt. Es handelt sich um Existenzsicherungsmigration, nicht um Selbstverwirklichungsmigration. Die Existenz eines jeden Menschen ist es wert, gesichert zu werden. Deshalb gibt es kein besseres entwicklungspolitisches Instrument als das bedingungslose Grundeinkommen. Viele Menschen fehlt vor Ort vor allem ein Einkommen, um tätig werden zu können. Genug zu tun gibt es überall. Wer meint, dass Arbeit fehlt, ist blind oder zynisch. Wenn wir uns nicht darum kümmern, wie es den anderen geht, dann geht es ihnen und uns gleichermaßen schlechter. Es ist eine Illusion zu glauben, irgendwelche Grenzen oder gar Zäune würden den weltweiten menschlichen Zusammenhang trennen. Wir sind miteinander verbunden. Und je mehr wir dafür Sorge tragen, diese Verbindung zu pflegen, desto weniger werden Menschen aus existenzsicheren Motiven migrieren. Die Befürchtung, mit einem Grundeinkommen würde die Migration zunehmen, ist unbegründet. Das Grundeinkommen wirkt migrationsneutral. Migrationsfragen regelt das Einwanderungsgesetz. Es wird durch das Grundeinkommen weder verschärft noch gelockert. Der Anreiz für Sozialleistungen nach Europa zu kommen, besteht bereits heute. Nur darum geht es gar nicht. Das Hauptmotiv der Migration ist die Existenzbedrohung in der Heimat. Freilich, das bedingungslose Grundeinkommen könnte eine Sogwirkung entfalten als Exportschlager. Jedes Land, das Interesse an einer funktionierenden Gesellschaft hat und die Auswanderung seiner Einwohner verhindern will, wird an einem Grundeinkommen früher oder später nicht vorbeikommen. Wer seine Aufgabe gefunden hat, fragt sich nicht, ob sie woanders besser bezahlt wird, sondern freut sich, dass er sie ergreifen kann. Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht, die Aufgaben dort zu ergreifen, wo sie am offensichtlichsten sind und anderen dabei zu helfen, denen es nicht gelingt. Etwas Besseres nicht zu wollen, weil es anderen ebenfalls zugute kommt, ist absurd. Etwas Gutes nicht zu tun, weil es anderen ebenfalls hilft, ist richtig schlecht. Würde sich eine Gesellschaft bemühen, nicht besser zu werden, nur damit andere es auch nicht werden, würde die Menschheit nichts erfinden und entwickeln. Sich des Fortschritts zu verweigern, um ihn anderen zu verwehren, ist besonders rückständig. Gute Ideen entfalten ihre eigene Dynamik. Zunächst wollen alle mitmachen, dann wollen es alle besser machen. Gut möglich also, dass anfangs die ganze Menschheit in der Schweiz ein Grundeinkommen beziehen möchte. Das ist unmöglich. Gut möglich also, dass ein Grundeinkommen dann auch überall dort eingeführt wird, wo nicht die Schweiz ist. Gut möglich also, dass das nächste Schweizer Exportprodukt nicht Käse oder Schokolade, sondern eine Idee ist. Das bedingungslose Grundeinkommen.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist an der Zeit. Warum sollte die Schweiz nicht der erste Ort sein, an dem es an der Zeit ist?